So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir testen Takis. Alle Takis, die hier liegen, querbeet, immer extra Videos, sind bis jetzt gefühlt immer nur enttäuscht. Außer von einer Sorte, muss ich sagen. Jetzt kommt eine Sorte, die wir schon mal probiert haben. Letztes Video hatten wir die Extra Hot. Muss ich schon wieder jetzt hier den Lauf unterbrechen. Letztes Video hatten wir die Takis Extra Hot. Dieses Video haben wir die Takis Blue Heat. Und das sind ja die, auf die jeder abfährt, einfach nur weil die blau sind. Du siehst hier keine Limette auf dem Cover. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, denkt man sich. Haben auch wieder dieses Extrem am Thermometer, also dass die hier eigentlich richtig brutal scharf sein müssen, sein sollen. Jetzt füllen wir die. Da habe ich wieder New Look, Same Intensity. Was heißt New Look? Waren die früher nicht blau oder was? Oder ist das ein anderes Blau? Also die Packung sieht ja auf jeden Fall richtig toll aus. Ja, das ist ein Hingucker auf jeden Fall. Ich weiß, warum die Leute alle diese Takis kaufen wollen. Wenn ich dann reingucke, bin ich schon mal enttäuscht, weil das Blaue halt gefühlt komplett abfällt. Dieses behinderte Blau, was da so künstlich dran ist. Wenn ich das sehe, da habe ich ja schon Angst, das überhaupt zu essen, wie das so kristallmäßig da dran klebt und einfach abfällt und dann schon gar nicht mehr blau wirkt. Es sieht hier drauf unglaublich gut aus. Hier drin wirkt es dann schon eher, als wäre es grün. Fürs Thumbnail halten wir das jetzt aber trotzdem rein. So. Oh mein Gott. Hannes, wir müssen neutralisieren. Stimmt, wir müssen neutralisieren wieder. Ein vorletztes Mal, denn nach den blauen kommen noch andere im letzten Teil. Hier steht ja drauf Hot Chili Pepper. Hot Chili Pepper. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir die, als wir die schon mal probiert haben, gesagt haben, dass sie so extrem nach Limette schmecken und das übelst eklig ist, die gar nicht so scharf sind, aber übelst nach Limette schmecken. Das heißt, das ist wie bei Nitro, das ist wie bei Fuego, das ist gefühlt jedes Mal, du hast was, was scharf sein soll, aber so krass nach Limette schmeckt, dass das irgendwie abartig ist, nur dass die auch noch so extrem gefärbt sind, dass sie bestimmt noch ungesünder sind als alles andere, was man machen kann. Und danach hast du eine blaue Zunge. Wir probieren die jetzt und mal gucken, ob die jetzt besser sind, als wir sie in Erinnerung haben, oder noch genauso kacke. Dann bleiben wir noch einen zweiten. Und noch einen dritten, genau. Geil. Schmeckt nach Kaugummi. So, kaum hast du die Zunge gezeigt, ist die Kamera ausgegangen. Die Zunge ist blau. Du merkst eine Schärfe. Die sind trotzdem nicht schärfer als die Nitro und die Fuego. Die schmecken ein bisschen pappig, irgendwie abgestanden. Ich weiß nicht, die anderen haben alle ein bisschen frischer gewirkt. Das schmeckt, als wäre die Tüte schon aufgewesen, war sie aber nicht. Ich muss sagen, ich hatte die schlimmer in Erinnerung, denn dieser Limette-Geschmack, den ich so aufdringlich fand, ist jetzt nicht so aufdringlich. Ja. So, der Akku hat sich schon wieder ausgeschalten, weil die Kamera irgendwie übelst heiß ist und richtig kocht. Das ist kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Aber ich habe die vom Limettengeschmack richtig brutal in Erinnerung. Jetzt, wenn man vergleicht zu Fuego und Nitro, waren die viel limettenartiger, viel krasser von der Limette her, dass die gar nicht mehr so schlimm sind. Richtig, ja. Ich trotzdem den Geschmack aber nicht mag, muss ich auch dazu sagen. Mir ist es einfach zu künstlich, mir ist es zu blau, ist mir zu gehypt. Dafür ist es nicht krass scharf genug, als dass ich die nochmal kaufen wollen würde. Plus, dass der Limette-Geschmack mich trotzdem stört, auch wenn er nicht mehr so krass ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Schmeckt mir nicht, würde ich nicht nochmal kaufen. Die meisten Sorten würde ich nicht nochmal kaufen. Am besten ist immer noch Takis Dragon Sweet Chili. Die waren lecker, die waren angenehm. Jo. Ohne dieses Limette-Gelumse, ohne angeben zu wollen, dass wir so extrem scharf sind. Die sind nicht gehypt, die sind new, die sind noch eher unbekannt. Aber wir haben trotzdem noch eine Sorte. Nach den Takis Blue Heat gibt es ja noch die Takis Zombie. Und die sind nicht blau.
Die sind grün und die grün wollen wir auch noch probieren. Und da habe ich jetzt absolut keine Ahnung, wie die schmecken, aber da steht einfach drauf Habanero und Cucumber. Cucumber. Müsste das nicht Gurke sein? Habanero, Gurke? Kein Limette? Das kann ja was werden. Aber das beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Pfiat's euch und Grüezi und Servus, genau. Und Bye.